Heißt das, die ganzen 5000 sind schon wieder futsch? Aber eine Cola ist noch drin. In spätestens einer Stunde ist sie hier. Wie bitte? Noch eine Stunde? Dann haben wir noch massig Zeit. Sophie, du bist schon da? Ich glaub das einfach nicht, dass du letzte Nacht bereust. Ich hab doch genau gespürt, dass es wieder wie früher ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mit dir nach Südamerika komme. Hey, Markus, was machst du denn hier? Ich denke, du hast doch gar keine... Nimm deine dreckigen Finger weg! Was? Wenn du Gero noch einmal anfasst, dann breche ich dir sämtliche Knochen. Am besten, du ziehst gleich Leine. Fass mich nicht an, jetzt du. Jetzt hör endlich auf. Erst wenn dieser Kerl verschwunden ist. Sag mal, ganz ruhig. Ich wiederhole mich nicht gern. Du machst jetzt eine Fliege. Warum sollte ich? Weil ich es dir sage, kapiert? Dann spart dich doch nicht lächerlich. Du bleibst schön ruhig und dann tut dir der Onkel nichts. Ich hab dich ja gewarnt. So, jetzt reicht's mir, aber hört endlich auf oder ich hau mal dazwischen. Na komm, du, nicht nötig. Ich hab eh keine Lust mehr. José! Na toll, das hast du super hingekriegt. Oh, Entschuldigung. Danke. Hier ist ja absolut tote Hose. Ja, da ist ja sogar auf dem Friedhof um die Uhrzeit noch mehr los. Bitte, Kathi, wir müssen hier arbeiten. Außerdem leben wir nun mal auf dem Land. Leben ist gut. Können wir nicht wieder nach Düsseldorf ziehen? Wenigstens für eine Weile, bitte. Warum denn? Ich fühle mich hier auf Friedenau sehr wohl. Ja, aber ich nicht. Ich will wieder zurück in unsere Wohnung. Wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich eben allein. Darüber haben wir schon ausführlich geredet. Du kannst nicht allein in Düsseldorf wohnen. Warum denn nicht? Gero kann das doch auch. Das ist doch ganz was anderes. Weil er ein Junge ist? Nein, weil er volljährig ist. Na toll. Jetzt kann ich also noch ein ganzes Jahr hier versauern. Du hast doch jede Menge Freundinnen hier. Die wohnen aber alle in Düsseldorf. Ja, was ist mit Jackie? Sie kommt doch so oft hier raus, als sie den Roller hat. Ja toll, sie ist aber auch die Einzige. Man kann echt von keinem verlangen, sich hier rauszuquälen. Wem was an dir liegt, der kommt doch hier raus. Warum denn kompliziert, wenn es auch einfacher geht? Jetzt reicht's, Kathi. Ja, schon gut. Ich rufe jetzt mal Jackie an. Vielleicht hat sie heute Abend noch Lust auf eine kleine Weltreise, hm? Hey, geht's wieder? Na wunderbar. Dann kannst du mir vielleicht gleich mal erklären, was diese kleine Rambo-Einlage hier sollte. Soll ich rangehen? Nein, ich gehe schon. Und du wartest hier. Ich bin mit dir noch nicht fertig. No Limits, hallo? Cleo, ich bin Susanne. Hallo Susanne. Hey, bist du schon in Portugal? Nein, wir sind hier in irgendeinem Café in der Nähe von Burgos. Wir suchen uns jetzt eine Bleibe für die Nacht. Wie komme ich dir zu der Ehre? Hast du dir irgendwas vergessen? Nein, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Wenn du Tobias siehst, kannst du ihm bitte sagen, dass ich für einige Zeit verreist bin und er alleine, also ohne mich fahren soll. Er weiß dann schon Bescheid. Klar, mach ich. Danke. Hör mal zu, ich muss jetzt Schluss machen. Die Jungs warten. Also wir sehen uns dann in 14 Tagen. Ciao. Tschüss. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Es tut mir leid. Alles klar? Nichts ist klar. In der letzten Zeit nehmen die Schlägereien in der Kneipe etwas überhand. Hast du deshalb den Vesperschläger unterm Tresen? Nein. Die nehme ich zum Cocktail umrühren. Ich kann mir nur mal keinen Stress mit dem Ordnungsamt oder mit den Bullen mehr leisten. Wenn ihr euch unbedingt prügeln wollt, dann tut das, aber dann vor der Tür.
weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Tja, Mr. Obercool. Sieht doch ganz danach aus, als hättest du zur Abwechslung mal die Eifersuchtskarte gezogen. Am besten, ich gehe gleich hin zu Gero und entschuldige mich. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Vielleicht will er dich jetzt gerade nicht sehen. Möglicherweise störst du sogar. Zur Sache, Gero. Willst du nicht wenigstens die Jacke ausziehen und dich im Moment hinsetzen? Du wolltest mir alles erklären, also ich höre. Okay. Also, Markus und ich, wir hatten mal was miteinander, aber das ist längst vorbei. Das scheint der aber wohl nicht zu wissen. Ja, ich weiß auch nicht, was mit ihm los war. Sonst ist er eigentlich total okay. Ja gut, sonst wärst du wohl noch nicht mit ihm zusammen gewesen. Eben. Aber du hast das Ganze nicht zufällig nur eingefädelt, um ihn ein bisschen eifersüchtig zu machen? Ach, so ein Quatsch. Sonst wäre ich dir ja nicht nachgelaufen, oder? Und eifersüchtig war er ja. Ja, das habe ich gemerkt. Es tut mir leid. Das ist schon okay. Wirklich? Also so toll so ein Roller auch ist, der nächste fahrbare Untersatz braucht eine Heizung. Was ist denn mit dir los? Nichts. Bist du sauer, weil ich gestern Abend nicht mehr zu dir rausgekommen bin? Na, besonders lustig war der Abend ohne dich nicht mehr. Ach, tut mir leid, aber ich hatte einfach keinen Bock auf diese Einöde. Ja, was glaubst du, wie es mir geht? Ach, und wenn ich dann auch noch an diesen scheiß Dispo-Kredit denke. Was ist damit? Die Bank will, dass ich regelmäßig Geld auf mein Konto lege. Sonst machen sie mir das Konto dicht. Ach, so viel wird das schon nicht sein. Ja, mit den ganzen Zinsen, dann ist das bei meinem Taschengeld viel. Außerdem muss ich auch noch irgendwie die Partys und die Klamotten und die CDs und all das lümmeln. Und wie wär's, wenn du es deiner Mutter einfach beichtest? Die kann doch 5.000 sicher mal so locker machen. Dann bist du mit einem Schlag schuldenfrei, hm? Witzig, wenn ich der sage, dass ich ihre Unterschrift gefälscht habe, reißt sie mir den Kopf ab. Tja, da musst du wohl zusehen, wie du zu Geld kommst. Aber dir fällt bestimmt was ein. Oh, ich muss los. Sehen wir uns heute Nachmittag. Vielleicht. Bist du fertig? Ihr könnt ohne mich fahren. Ich habe die ersten beiden Stunden frei. Ich nehme nachher den Bus. Hast du es gut? Ich habe nie was frei. Tschüss. Tschüss, Jackie. Ciao. Hättest du das nicht gestern Abend schon sagen können? Ich habe extra gewartet. Ach, ich hab's vergessen. Tut mir leid. Na dann, bis heute Abend. Und Susanne hat nichts weiter gesagt? Tut mir leid. Das ist alles, was ich dir ausrichten soll. Oh. Sag mal, was meint Susanne damit? Du sollst ohne sie fahren. Ach, wir hatten so einen gemeinsamen Wochenendausflug vor. Sag mal, weißt du, von wo aus sie angerufen hat? Irgendwo aus Spanien. Burgos. Und wo will sie hin? Nach Portugal. Da kennt sie ein paar Kumpel, die überführen Motorräder. Irgendeinen Namen oder eine Adresse, wo man sie erreichen kann, die hat sie nicht dagelassen. Vielleicht weiß ihr Vater was. Wenn du willst, gebe ich dir seine Telefonnummer. Oh, nein, nein, danke. So wichtig ist auch nicht. Na gut. Falls du noch irgendwas brauchst, ich bin unten. Okay, danke. Bargeld rund um die Uhr. Auch ohne Schufa-Auskunft. Schufa, was ist das denn? Einkommensnachweis genügt. Ob Taschengeld auch als Einkommen gilt? Naja. Die schnelle Mark an der Börse. Hm. Ja? Hallo. Hallo. Weißt du, wo Christoph ist? Der ist mit Barbara in die Stadt gefahren. Ach so. Dann will ich dich nicht weiter stören. Ach was, du störst doch nicht. Wie läuft's denn an der Uni? Ich weiß zumindest schon, welches Gebäude ich muss. Ui. Hey, was liest denn du da? Interessierst du dich für Aktien oder sowas? Ach, ich suche nur eine gute Idee, wie ich schnell an Geld kommen kann. In meinem Portemonnaie ist leider Ebbe. Dann frag doch deine Mutter. Oder Christoph, die geben dir bestimmt was. Tja, schön wär's. Nee, das muss ich mir schon irgendwo anders herholen. Bargeld lacht. Sofortkredit. Ich weiß nicht, die nehmen sicherlich Wucherzinsen. Ach.
Was soll ich denn sonst machen? Oder würdest du es mir leihen? Ich? Ach bitte, Rajan, du würdest mir damit einen großen Gefallen tun. Wie viel brauchst du denn? Vielleicht 500? 500? Findest du das viel? Na, bei uns zu Hause könnte man davon ein paar Monate leben. Aber bei euch scheint es wohl was anderes zu sein. Dann leihst du es mir? Ja. Gut. Ich hab das Geld auf meinem Zimmer. Ja, komm, dann lass es uns gleich holen. Du scheinst es ja dringend zu brauchen. Ja, sonst hätte ich dich doch nicht gefragt. Cleo? Mhm. Ich bring nur mal schnell meine Bewerbung zur Post. Alles klar. Oh, ich drück dir die Daumen. Toi, toi, toi. Danke. Hey. Machst du mir bitte den Kaffee? Alles klar. Kommt sofort. Was ich sagen wollte, ich müsste noch ein bisschen länger bleiben. An wie lange hast du denn gedacht? Wann kommt Susanne zurück? In 2 Wochen. Dann bleibe ich noch 2 Wochen. Mindestens. Sag mal, wie lange kennst du Susanne eigentlich schon? Reine Neugierde. Ja, ich habe sie erst hier in der Kneipe kennengelernt. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, wie ich mit dieser Abfuhr umgehen soll. Vielleicht hat sie sich in diesen Motorrad-Heini verknallt. Wollte es mir nicht sagen. Das ist ein Kumpel. Aber warum ist sie dann so plötzlich weg? Manchmal muss sowas eben sein. Aber warum? Cleo, was ist mit ihr los? Hey, mir kannst du es doch sagen. Und du willst mir wirklich nicht sagen, wozu du das Geld brauchst? Das kann ich nicht. Du nimmst doch keine Drogen. Och, du bist ja schlimmer als meine Mutter. Also damit du besser schlafen kannst, ich nehme weder Koks, noch Heroin, noch Ecstasy. Sogar der Klebstoff, den ich benutze, ist lösungsmittelfrei. Zufrieden? Danke. Du hilfst mir wirklich aus der Klemme. Na, das sagt man so. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Hey, Rajan. Oh, entschuldige, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Ich bin auch schon wieder weg. Was wollte sie denn hier? Fragen, ob ich mit ihr ausreite. Bei dem Wetter. Genau das habe ich Kathi geantwortet. Kannst du wirklich noch ein bisschen bleiben? Wenigstens zum Frühstück. Du, tut mir leid, ich muss weg. Aber ich melde mich auf jeden Fall bei dir, sobald ich wieder zurück bin. Hm? Oh, das muss das Taxi sein. Kannst du kurz runtergehen und Bescheid sagen, dass ich runterkomme? Aber nur ungern. Bitte. Na gut. Ja doch. Hi. Was willst du denn hier? Ich wollte nur sagen, dass es mir leid tut. Okay, ich hab's gehört. Bitte, Gero, warte doch noch einen Moment. Ich kann ja verstehen, dass du sauer bist. Ach, immerhin. Aber kann ich dir nicht wenigstens alles erklären? Tut mir leid, aber ich habe Besuch. Ach so. Tja, wen haben wir denn da? Naja, was soll's jetzt noch? Komm rein. Aber nicht wieder ausflippen, ja? Ich verspreche es dir. Tut mir leid, dass ich gestern so ausgerastet bin. Du schon okay. Was macht denn dein Magen? Hat sich erst heute früh beruhigt. Na, da hat sich das Fitnesstraining dann wohl doch gelohnt. Ach, das muss jetzt das Taxi sein. Tja, also. Mach's gut. Ich ruf dich an. Würde mich sehr freuen. Ciao. Ciao. So, dann leg mal los. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Und Rajan hat die Kohle einfach so rausgerückt? Klar. Wetten, der lässt noch mehr springen, wenn du ihn ganz lieb darum bittest? Spinnst du? Na, er ist reich. Da wird ja wohl mehr drin sein als 500 Mark. Rajan hat mir das Geld nicht geschenkt. Er hat es mir nur geliehen. Und ich werde es ihm zurückzahlen müssen. Hast du irgendwas unterschrieben? Waren Zeugen dabei? Nein. Na also, Rajan kann dir nichts nachweisen. Jackie, hör mal auf. Ich kann ihn doch nicht einfach so abzocken. Ach, besser du als Tanja. Ich weiß nicht. Kathi, was ist los mit dir? Hast du dich etwa wieder in diesen Typen verknallt? Ach, was?
Obwohl er ja ganz nett war. Kathi, schon gut, die Sache mit Ratschan ist gegessen. Trotzdem werde ich ihm sein Geld zurückzahlen. Irgendwann. Also, wo war ich stehen geblieben? Als Susanne im Knast geheiratet hat. Ah ja, am Anfang war es natürlich die große Liebe. Aber nach und nach hat Susanne gemerkt, was Oliver wirklich für ein Mensch ist. Wie ist er denn? Egoistisch, aufbrausend. Er hat immer gedacht, Susanne gehört alleine ihm. Naja, das sagt sie jedenfalls, ich kenne ihn ja nicht. Habe ich mir schon gedacht. Ja, und als sie dann Schluss machen wollte, da ist er wohl durchgedreht. Muss verdammt hart gewesen sein. Er ist im Knast und sie macht Schluss. Ja. Jedenfalls gab es dann im Knast einen Brand und er wurde auf die Krankenstation verlegt. Und daraus ist er dann geflohen. Überleg mal, wie bescheuert. Der hatte doch gar nicht mehr lange abzusitzen. Wenn man eingesperrt ist, dann ist jeder Tag zu lang. Also denke ich mir einfach mal so. Wahrscheinlich. Jetzt ist er wohl im Ausland, also das glaubt die Kripo zumindest. Cleo, glaubst du, Susanne liebt Oliver noch? Ich glaube, sie ist froh, dass er weg ist und dass sie nicht mehr an ihn denken muss. Stell dir doch mal vor, du hast so einen Alten im Knast sitzen. Wie willst du denn da eine neue Beziehung anfangen? Aber jetzt? Naja, warten wir mal ab, was passiert, wenn sie zurück ist. Ich glaube, das wird sich wieder einrenken. Das hoffe ich doch sehr. 500 Mark sind doch gar nicht so schlecht. Davon kannst du dir vielleicht einen neuen Pullover kaufen. Spinnst du? Das Geld habe ich gespart. Gespart? Ach, Jackie, das habe ich dir doch heute früh erklärt. Die Bank muss Kohle sehen, sonst wollen sie den Kredit sofort zurück. Aber wovon sollen wir denn dann shoppen gehen? Ja, shoppen ist eben im Moment nicht. Ach, und das gerade jetzt, wo die neuen Frühjahrssachen da sind. Ach, musst du mir jetzt auch noch den Mund wässrig machen. Ich meine ja nur. Ich würde die Kohle auch lieber auf den Kopf hauen, aber es geht nun mal nicht. Schon gut. In ein, zwei Wochen können wir dann wieder einen kleinen Bummel zusammen machen. Erst in zwei Wochen? Ja, gut, vielleicht auch in einer. Aber bis dahin bleibe ich eisern. Vielleicht suche ich mir auch einen Job. Je schneller die Bank das Geld zurückkriegt, desto eher können wir wieder einkaufen gehen. Also wenn ich erst mal darauf warten soll? Nee, das dauert mir zu lange, da gehe ich lieber nach Hause. Jetzt schon? Ja, weißt du, für einen Shoppingbummel bin ich immer zu haben. Aber hier am Rhein entlang zu spazieren, ist mir zu öde. Also dann noch viel Spaß beim Sparen, ne? Als ich dich mit Rosé gesehen habe, da ist mir klar geworden, wie sehr ich dich eigentlich brauche. Aber das ist doch kein Grund, so auszuflippen. Und was heißt das überhaupt, du brauchst mich? Du warst einfach nur eifersüchtig, weil du mal nicht im Mittelpunkt gestanden hast. Unsinn. Weil es mir wehtut, wenn ich dich mit einem anderen sehe. Gero, ich habe mich für dich entschieden, wenn du dich erinnerst. Ja, und ich habe mich entschieden, dass ich bei Sophie bleiben will. Und warum bist du jetzt mit Rosé zusammen? Wir sind nicht zusammen. Mann, José ist ein guter Freund. Wir kennen uns von früher. Wegen guter Freund. Du schläfst mit ihm. Und wenn schon, das geht dich nichts an. Ich will aber, dass es mich was angeht. Weil ich dich liebe. Und mit dir zusammen sein will. Mama? Christoph! Wo sind die denn? Sind noch mal weg, Mutti. Ja, ganz klasse. Mir einen Vortrag halten, wie toll es hier ist, und dann selbst die Flatter machen. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, dass Tobias gut zu Susanne passen würde. Aber deshalb musst du ihm doch nicht gleich ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Aber wenn er nicht weiß, was Susanne für Probleme mit Männern hatte,
Wie will er sie denn dann verstehen? Warum muss er sie denn verstehen? Vielleicht hat sie ja gar kein Interesse an ihm. Also das glaube ich nicht. Du hättest die beiden mal sehen sollen. Die haben die ganze Zeit die Köpfe zusammengesteckt. Das muss doch nichts heißen. Vielleicht nervt er sie schon. Warum glaubst du, warum sie Hals über Kopf nach Portugal fährt? Weil sie total verknallt in ihn ist? Das heißt doch gar nichts. Vielleicht wollte sie einfach nur sehen, wie groß sein Interesse wirklich ist. Das könnte allerdings sein. Frauen sind zu sowas fähig. Na, siehst du? Und weil Tobias sich offensichtlich davon nicht abschrecken lässt, werden die beiden zum Schluss ein glückliches Paar. Mensch, Kai, jetzt nerv mich nicht. Sobald Susanne wieder auftaucht und ich sie überzeugt habe, dann kommen wir nach. Ja, wir. Ja, das lass mal meine Sorge sein. Die wird mich noch auf Knien anflehen, dass ich sie mitnehme. Ja, gut. Ja, dann mach Schluss. Adios. Und was soll ich jetzt machen? José nicht mehr wiedersehen, Sophie den Laufpass geben. Liebst du mich denn nicht? Ach, selbst wenn. Ich will Sophie nicht verlassen. Ich will ihr einfach nicht wehtun. Das tust du doch bereits. Oder wie findet sie es denn, wenn du mit José rummachst? Offene Beziehung? Ist doch genau der gleiche Quatsch wie unsere Dreierkiste. Die Dreierkiste war Quatsch? Das sagst du? Wir haben doch gemerkt, dass es nicht funktioniert. Einer leidet immer darunter. Es läuft alles auf eine Zweierbeziehung raus. Das habe ich auch erst einsehen müssen. Aber ich habe es eingesehen. Und ich will es leben mit dir. Schön, dass du das jetzt weißt. Gero, du musst dich entscheiden. Sophie, José oder ich? Ach, so ein Quatsch. José und ich, das ist doch nur eine Affäre. Und was mit Sophie? Willst du sie noch länger hinhalten? Du bist doch nicht mehr glücklich mit ihr. Bitte, Gero. Du willst es doch auch. Warum gibst du es denn nicht zu? Ich muss jetzt duschen. Was? Ich bin mit Tim verabredet und muss gleich los. Bitte geh jetzt. So. War die Größe richtig? Passt alles wie angegossen. Kein Wunder. Bei Ihrer Figur? Danke. Einen Augenblick, bitte. War das alles? Oder möchten Sie sich noch ein wenig umsehen? Wir haben wunderschöne Blusen reinbekommen. Ich glaube, für heute reicht's erstmal. Wie Sie wünschen. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte. Die akzeptieren Sie doch, oder? Platin? Welche, wenn nicht die? Frau von Sterneck. Danke.